Letzte Grippe, ich glaube, die hatte ich mit 16. Und ich bin viel in Tropen gereist und ich bin viel von irgendwelchen Viechern gestochen. Ich habe einen großen Garten, ich habe jedes Jahr viele, viele Zeckenbisse. Und ich habe einfach keine Angst vor Infektionen. Die normale Durchschnittsernährung des Menschen ist so derart schlecht, dass fast jedes alternative Ernährungssystem als Alternative dazu Besserung bringen wird. Eins von diesen Prinzipien der befreiten Ernährung sind ja zum Beispiel die grünen Smoothies. Was zeichnet denn die grünen Smoothies aus? Und auch wie können Sie gerade beim Thema chronische Infektion bzw. Immunsystem, Mikrobiom und so weiter da positiv wirken? Und was das Thema Infektionen angeht, hatte ich auch eine interessante Erfahrung schon sehr früh. Und zwar gab es in meiner Familie eine vererbte Übersensitivität auf Impfstoffe. Deswegen dann, als ich dann auf die Welt kam, tatsächlich die Ärzte davon abgeraten haben, dass ich geimpft werde, also aus ganz schulmedizinischer Sicht. Und ich habe das dann so im Laufe der Jahre zum Beispiel beobachtet, wie damals die Schluckimpfung gegen Polio an der Schule immer wieder verabreicht wurde und schon ein ganz ordentlicher Druck auf mich und meine Eltern ausgeübt wurde. Ja, das sei doch unverantwortlich, dass ich nicht geimpft würde. Bis man dann diese Schluckimpfung im Jahr 2000 sang- und klanglos abgeschafft hat, weil sich nämlich herausgestellt hat, dass sie nicht nur wirkungslos war, sondern wahrscheinlich viele Fälle von Polio verursacht hat. Also in Australien hat man sie schon in den 70er Jahren abgeschafft, aus genau dem Grund. Und so konnte ich doch immer wieder auch erleben, dass dieses Thema Infektionen und diese Mikrobentheorie, dass also eine Mikrobe an sich die Macht hat, uns krank zu machen, dass man das zumindest mal in Frage stellen kann. Und was ich sehr interessant finde, ist öfter mal Wissenschaftsgeschichte sich anzuschauen. Also ich habe mich sehr viel mit der Medizingeschichte befasst zum Thema Infektionen. Und wenn man sich dann mal anguckt, dass es da im 19. Jahrhundert einfach diese beiden Schulen gab. Da gab es Pasteur in Frankreich, Robert Koch in Deutschland, die waren der Meinung, Erreger verursachen Krankheit. Und beide wären nach heutiger Gesetzeslage verurteilte Betrüger. Robert Koch wegen seinem Tuberkulin, also einem Medikament, einem angeblichen Heilmittel gegen Tuberkulose, was keine therapeutische Wirkung hatte, aber 234 nachgewiesene Todesfälle verursacht hat. Und Pasteur, weil er einfach den wertvollen Teil seiner Forschung gestohlen hat. Das waren also alles Plagiate von Jean-Jacques Roisson gestohlen. Und dann hatten sie aber auch Koch und Pasteur eben sehr abstruse Ideen, nämlich dass ein gesunder Organismus steril sei. Also Pasteur hat ja wirklich formuliert, ein gesunder Mensch, der enthält keine Mikrobe. Und wo wir heute wissen, dass ein gesunder menschlicher Körper sehr viel mehr Mikroben enthält als eigene Körperzellen, dass nur 3% der DNS in unserem Körper menschliche DNS sind, dass sogar die Mitochondrien eigentlich eigene Organismen, die von Cyanobakterien abstammend sind, mit einer eigenen DNS. Und ja, wenn man einfach mal das sich wirklich anschaut, wo hat die Wissenschaft mal gestartet, bei welchen Modellen von Leben, dann muss man sich wirklich fragen, warum haben wir immer noch das einseitige Erregermodell und warum schauen wir uns nicht an, dass natürlich Erreger Krankheiten verursachen, aber nur unter bestimmten Umständen. Und ja, meine Erfahrung ist sehr klar die, dass ein kompetentes Immunsystem und eine probiotische Situation im Körper, die besten Garanten dafür sind, dass keine Infektionen auftreten. Also jetzt, zum Zeitpunkt jetzt, wo wir sprechen, hatte ich schon mehrere Jahre keine Erkältung. Extrem selten. Ja, während ich eben bei sehr vielen anderen Menschen diese jährlichen Grippen und so weiter beobachte, die letzte Grippe, ich glaube, die hatte ich mit 16. Und ich bin viel in Tropen gereist und ich bin viel von irgendwelchen Viechern gestochen. Ich habe einen großen Garten, ich habe jedes Jahr viele, viele Zeckenbisse und ich habe einfach keine Angst vor Infektionen. Die normale Durchschnittsernährung des Menschen ist so derart schlecht, dass fast jedes alternative Ernährungssystem als Alternative dazu Besserung bringen wird. Ja, das ist so ein bisschen wie wenn ein Mensch überhaupt keine Bewegung hat und nur auf der Couch vor sich hingammelt, dann kann er irgendeine Sportart beginnen. Das wird wahrscheinlich positive Wirkung auf die Stoffwechselsituation und das Optimum darstellt. Und ob diese Sportart langfristig irgendwelche unguten Nebenwirkungen hat, steht auf einem anderen Blatt. Also selbst wenn jemand, sagen wir mal, mit Boxtraining beginnt, der vorher wirklich so eine Sofakartoffel ist mit gravierendem Bewegungsmangel, werden erstmal die positiven Wirkungen überwiegen, bevor vielleicht irgendwann, wenn so jemand dann tatsächlich Boxwettkämpfe macht, die Gehirnschäden im Problem werden.
Und so ist es eben auch mit Ernährung. Nur weil eine bestimmte Ernährung besser ist als das, was man vorher gegessen hat und der Körper dankbar diese Effekte aufgreift und manche Verbesserungen des Wohlbefindens einläutet, heißt es nicht, dass so ein Ernährungssystem das Optimum ist. Ein anderer wichtiger Punkt in der Entstehung der befreiten Ernährung war eben der, dass es so zwei Extreme gibt sehr häufig. Entweder gibt es die völlig unbewusste Ernährungsgestaltung. Man isst eben das, was die Werbung gerade anpreist, was in unserer Kultur so angeboten wird. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Körperinstinkte überhaupt nicht funktionieren. Junkfood, raffinierter Zucker, künstliche Lebensmittelzusätze, diese Dinge führen ja auch zu Suchtstrukturen im Körper. Zucker ist ja wirklich ein richtiges Suchtmittel, darf ja auch nach einem Gerichtsurteil als Schadstoff bezeichnet werden in Deutschland. Und dann mag es notwendig sein, dass Leute erstmal auch durch Konzepte, durch Informationen mit ein bisschen Willenskraft ihre Ernährung verändern. Und da haben Informationen über Ernährung einen ganz wichtigen Platz, aber langfristig kann es natürlich auch ein wenig rigide werden. Wenn man jetzt sagt, es muss roh vegan sein oder es muss die strikte Makrobiotik sein oder es muss die Primal Diet, Instinkto, Paleo, irgendwas sein. Denn eventuell entspricht das in manchen feinen Einzelheiten nicht den Bedürfnissen des eigenen Körpers. Der Begriff befreite Ernährung soll eben darauf hindeuten, dass es eine Möglichkeit gibt, die Ernährung so zu gestalten, dass man Informationen nutzt, ohne an sie versklavt zu sein. Und das hat eben viel damit zu tun, dass unsere Körperintelligenz, unser Körperspüren wirklich wieder wach werden können, wenn wir eine gute Basisernährung haben. Und dann können wir eben auch unterscheiden, ist ein reines Lustgefühl, was ich jetzt habe, auf Schokolade oder irgendeine verarbeitete Nahrung, Kartoffelchips, ist das jetzt einem Suchtverhalten geschuldet? Ist es dem geschuldet, dass ich diese Produkte von klein auf kenne und da nostalgische Erinnerungen damit verbunden sind, oder ist es ein authentisches, gesundes Körpergefühl? Denn unsere Körperintelligenz hat die Fähigkeit, uns das zu zeigen, was wir individuell wirklich brauchen. Und befreite Ernährung soll im Grunde genommen den Menschen dahin begleiten, auf dieses Körpergefühl immer besser hören zu können. Das wird nie perfekt sein. Man wird manchmal kleine Fehler begehen, aus denen man dann lernen kann. Aber befreite Ernährung zielt darauf ab, dass wir eine Mischung haben in der Ernährungsgestaltung aus sinnvollen Informationen und Wissen auf der einen Seite und andererseits einem offenen Geist, wo wir uns auch nicht über die Ernährungsweise identifizieren. Eins von diesen Prinzipien der befreiten Ernährung oder ein wichtiger Baustein sind ja zum Beispiel die grünen Smoothies. Haben wahrscheinlich schon einige, die hier zugucken, auch schon gehört oder haben vielleicht auch selber schon Erfahrung damit. Was zeichnet denn die grünen Smoothies aus und auch wie können sie gerade beim Thema chronische Infektion bzw. Immunsystem und Mikrobiom und so weiter da positiv wirken? Also ich habe die grünen Smoothies tatsächlich kennengelernt, kurz nachdem sie erfunden wurden, muss man sagen, von Victoria Butenko, denn ich habe damals im selben Ort gelebt wie sie in Ashland, das ist eine kleine Kleinstadt in Oregon. Und das machte da sehr schnell die Runde in diesen Kreisen von Leuten, die was mit Ernährung zu tun hatten. Und ich habe dann eben sehr schnell gesehen, hoppla, mit grünen Smoothies treten bestimmte Veränderungen in Menschen ein. Und was mir als erstes auffiel, war bei den langjährigen Rohköstlern, dass grüne Smoothies einfach einen Sättigungswert hatten. Bei den Menschen, die eine normale Ernährung hatten, war es so, dass grüne Smoothies ganz schnell sichtbar den Appetit auf Zucker, auf Kaffee, auf starke Stimulantien deutlich reduziert haben. Die Leute auf einmal ein Interesse gewannen an dem Thema Ernährung insgesamt. Und was bei allen gleichermaßen interessant war, ich würde mal sagen, mit einer Quote von über 90% war es immer so in meiner Beobachtung, wenn man mit grünen Smoothies anfängt und sie richtig zubereitet, der hört damit nicht mehr auf. Und das ist schon erstaunlich, denn also wenn man sich gute Ernährungsmaßnahmen, die wirklich ihren Sinn haben, anschaut, dann ist eine Retentionsquote von 90%, also es ist ein Unikum, das findet man sonst nicht. Vielleicht kommt es jetzt wieder nochmal mit dem intermittierenden Fasten, das könnte eine ähnliche Erfolgsquote haben. Aber die Ergebnisse der grünen Smoothies, rein subjektiv, dieser zelluläre Sättigungswert, ohne verdauungstechnisch belastet zu sein, das war einfach riesig. Was das Thema chronische Infektionen angeht, nun zunächst mal ist es ja eben diese Pionierarbeit von Victoria Butenko, das sie sehr gut dargestellt hat. Wir zivilisierten Menschen, wir kauen eben nicht mehr wie Primaten. Ne? So ein süßer Schimpanse, der hat durchaus 15 Mal mehr Gebisskraft als ein Mensch.
Wir kriegen einfach Zellulose nicht richtig klein. Außerdem bilden wir heute keine Zellulase mehr in unserem Speichel, um Zellulose aufzuspalten. Und da nun in grünen Blättern, eine ganz wichtige eigene Lebensmittelkategorie, da grüne Blätter ja mehr Mikronährstoffe enthalten als andere Gemüse, Wurzelgemüse zum Beispiel, da in grünen Blättern die Mikronährstoffe eben in diese Zellulose-Strukturen eingebaut sind. Was nochmal kurz weg, aber ich glaube, du hast so sinngemäß gesagt, dadurch, dass man einen Mixer nutzt, wird die Zellulose, kann die aufgebrochen werden. Uns fehlt quasi das Enzym, was Zellulose aufbrechen kann. Und dadurch kommen wir an die wirklich wertvollen Nährstoffe aus diesen grünen Blättern ran. Richtig? Würde ich jetzt mal so richtig, sehen. Das ist genauso korrekt. Und der nächste Punkt ist eben, die grünen Blätter an sich haben eben eine Sonderstellung in der Natur, dadurch, dass Chlorophyll so ein Ausnahmemolekül ist. Chlorophyll vollführt ja eine physikalische Sonderleistung, die man bis heute in keinem Experimentallabor nachvollziehen kann. Also es gibt keine Möglichkeit der Wissenschaft, den Prozess, den Chlorophyll macht, irgendwie zu duplizieren. Und deswegen ist Chlorophyll immer begleitet von einer ganz hohen Konzentration an sekundären, also Mikronährstoffen, Mineralien, Spurenelementen, Enzymen, Vitaminen etc. Wesentlich ist dann auch noch, und das ist eben eine praktische Beobachtung, die auch durch eine medizinische Studie in Oregon bestätigt worden ist, grüne Smoothies erhöhen die körpereigene Produktion an Magensalzsäure. Und ein verringerter Magensalzsäuregehalt führt eben zu ganz vielen Verdauungsproblemen, hat eine ganze Menge zu tun mit der dann Dünndarm folgenden Erscheinung Leaky Gut. Wenn zu viel unverdautes Eiweiß in den Dünndarm kommt, das belastet. Und insofern ist also das grüne Smoothie oder den grünen Smoothie zu einer wichtigen Mahlzeit am Tag zu machen, idealerweise auch zur ersten Mahlzeit am Tag, eine grandiose generelle Maßnahme, um den Körper immunologisch zu entlasten. Wir verdauen das Eiweiß besser, dadurch wird weniger komplexes Eiweiß persorbiert, also in den Blutstrom aufgenommen. Dadurch hat unser Immunsystem weniger unnötige Abwehrreaktionen gegen Eiweiße. Man muss ja immer bedenken, Nahrung ist ja nicht gesund. Was wir richtig verdauen, ist dann gesund. Also auch die gesündesten Lebensmittel müssen erst zu was Gesundem gemacht werden. Auch einen grünen Smoothie direkt ins Blut gespritzt, das würde Chaos im Immunsystem verursachen. Nur grüne Smoothies sind eben so ideal vorverdaut. Und diese generelle Wirkung, dass wir wieder durch die Bitterstoffe im grünen Smoothie vermehrt Magensalzsäure produzieren, das ist ungeheuer wichtig, sehr wichtig für die mikrobiologische Situation. Auch im Magen, im Dünndarm, also auch Vermeidung von Magengeschwüren durch Pylori-Bazillen und also Helicobacter pylori. Viele, viele andere Dinge, die damit zusammenhängen, die eben heute bei geringer Magensäureproduktion ganz viele Probleme bereiten. Also das Immunsystem wird immens entlastet und wenn wir generell, wenn wir einmal am Tag einen großen grünen Smoothie zu uns nehmen als eine Mahlzeit, dann haben wir generell eine bessere Eiweißverdauung. Es gibt kaum was Wichtigeres heutzutage angesichts der schwächelnden Magensäureproduktion der meisten Menschen und dieser großen Verbreitung von Leaky Gut, was man für seine Gesundheit tun könnte. Also ich probiere es mal kurz zusammenzufassen. Wir können extrem viele Nährstoffe aufnehmen mit sehr, sehr geringem Verdauungsaufwand und können unser Immunsystem entlasten. Einmal zum Beispiel dadurch, dass die Magensäureproduktion wieder gesteigert wird, beziehungsweise wieder ein natürliches Level erreicht und dadurch auch generell durch einen geringeren Verdauungsaufwand kann die Energie, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, für andere Prozesse im Körper genutzt werden und ich gewinne extrem viel Energie durch die ganzen Nährstoffe, die ich mir zuführe. Thema Chlorophyll nimmt nochmal eine besondere Stellung ein und auch wenn ich jetzt noch das Ganze mit Wildkräutern versehe, dann komme ich nochmal an spezielle Spurenelemente vielleicht ran, die sonst in konventionellen Lebensmitteln so gut wie gar nicht mehr vorhanden sind. Und auch das mit der Magensäure finde ich besonders wichtig, weil heutzutage ja leider häufig, auch zum Beispiel bei sowas wie Sodbrennen, kann es ja häufig sein, dass es eher ein Zeichen ist für Magensäuremangel. Und dann werden noch zum Beispiel Protonpumpenhemmer gegeben. Also das und die Magensäure wird noch weiter runtergefahren und das hat ja noch einen riesigen Rattenschwanz. Und ich bin auch persönlich ein riesiger Fan von grünen Smoothies, war eine Sache. Ich bin auch schon, sagen wir, seit vielen Jahren rumprobieren und ich kann das auch bestätigen, was du gesagt hast mit diesen 90%. Ich würde jetzt sagen, seit 5 Jahren gefühlt an 98% der Tage zum Frühstück immer einen grünen Smoothie nicht getrunken, sondern gegessen. Es gibt in unserem Körper zwar ein Bemühen, dass man
Kannst du Proteine den Begriff, recycelt, um effektiv zu sein. Kannst du den Begriff Autophagie kurz erklären für diejenigen, die sich nichts darunter vorstellen können? Ja, Autophagie bedeutet ja wörtlich sich selber essen. Und das ist im Grunde genommen der Prozess, bei dem der Körper erkennt, okay, jetzt habe ich eine Weile lang bestimmte Proteine recycelt und jetzt sind sie so beschädigt, dass sie mal abgebaut werden sollten, weil sie sonst irgendwann richtig Schaden anrichten. Dieser Erkenntnisprozess, wann nun der Punkt gekommen ist, dass bestimmte Moleküle entsorgt gehören, der funktioniert nicht, wenn man satt ist mit Nahrung. Der funktioniert nur nach längerer Nahrungsnüchternheit. Ja? Also Autophagie beginnt mal so nach 13, 14 Stunden Nahrungsnüchternheit und deswegen sind so diese 16 Stunden, über die heute viel gesprochen wird, 16 Stunden ohne Nahrung in 24, sehr wichtig, damit wir genügend Autophagie haben. Was nämlich ansonsten passiert ist, dass wir statt Recycling von Proteinen im Grunde genommen das Downcycling haben. Sie werden zwar im Kreislauf der Funktion gehalten, aber ihre Qualität wird immer schlechter. Sie haben immer größere strukturelle Schäden und irgendwann muss dann das zelluläre Immunsystem eingreifen. Also alles, was Zellen vernichten, weil die Zellen einfach zu sehr geschädigt sind. Damit belaste ich mein T-Zellen-Immunsystem. Und das T-Zellen-Immunsystem ist das, was wir bei allen Autoimmunerkrankungen haben, ja, das den eigenen Körper angreift, weil es nicht mehr unterscheiden kann zwischen Freund und Feind. Das T-Zellen-Immunsystem, also zelluläre Immunsystem, spielt eben auch eine ganz wichtige Rolle, wenn sich Erreger mal festgesetzt haben, wenn sie es denn bis in eine Zelle geschafft haben, vorbei an den ganzen vorangegangenen Immunstellen, dann brauchen wir das T-Zellen-Immunsystem, um diese Zellen zu entsorgen, die von Erregern, meinetwegen Viren jetzt, vereinnahmt worden sind. Und dann könnte man eben auch eine Virusinfektion in den Anfangsstadien eindämmen. Wenn aber mein T-Zellen-Immunsystem lauter geschädigte Zellen entsorgen muss, weil der körperliche Selbstreinigungsprozess, Autophagie, nicht funktioniert, weil ich zu häufig esse, naja, mein Immunsystem ist zwar sehr kraftvoll, aber es hat auch Grenzen seiner Kapazitäten. Dann kann es sich vielleicht um Erreger nicht mehr kümmern. Und das ist so eine der Situationen, die dann dazu führen kann, dass ein Virus so richtig Stress macht oder ein MRSA, ein Staphylococcus aureus oder irgendwas anderes, ist meiner Ansicht nach das eine entscheidende Element heutzutage für gesunde Mitochondrien, Phasen des bewussten, regenerierenden Nichtstuns. Und der Grund dafür ist einfach die praktische Erfahrung, und zwar kann ich ein Beispiel erklären, und das ist ein stellvertretendes Beispiel, typisch für unzählige Fälle. Eine junge Frau kennt sich sehr gut aus mit Ernährung, ernährt sich wirklich top, macht morgens auch ihre Körperübungen, macht ihr intermittierendes Fasten, nimmt alle möglichen richtig guten Nahrungsergänzungsmittel, also gute Produkte von guten Herstellern, ein paar von meinen Produkten, ein paar andere Produkte, und ist chronisch erschöpft und hat bei all den Produkten, die sie nimmt, trotzdem Mangelerscheinungen. Also durch Messwerte im Blut, Urin und Symptome. So, dann lasse ich mir ihren Tagesablauf beschreiben. Und wenn sie mal morgens mit Tee trinken, Nahrungsergänzungsmittel und ein paar Körperübungen fertig ist, verbringt sie ihren Tag fast durchgehend an irgendwelchen Bildschirmen. Smartphone, Tablet, PC, PC, Smartphone, Tablet. Und das geht dann bis abends um 10, halb 11 im Bett, wo sie noch irgendwas auf Facebook liked oder sonst was. Und dann sage ich ihr, okay, die letzten 3 Stunden am Tag keine Bildschirme. Und dann kriegt sie erstmal so eine Schockstarre, als hätte ich ihr irgendwie mit der ewigen Verdammnis gedroht. Aber als sie es dann umgesetzt hat, waren in 3 Wochen ihre Werte normal und ihre Erschöpfung war wieder okay. Die musste wirklich lernen, einfach mal auf einer Parkbank zu sitzen und einen Baum anzugucken und nicht aufs Handy. Einfach mal spazieren zu gehen, ohne elektronische Medien dabei zu haben. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Man sagt ja, der Mensch nimmt heute in 2 Monaten visuell so viel Informationen wahr wie im 18. Jahrhundert im ganzen Leben. Und das laugt aus. Und ich meine, wenn ich mich erinnere, als ich klein war, da gab es irgendwie 3 Fernsehprogramme. Und wenn da mal so ein Werbespot kam, der hatte so eine gemütliche, langsame Geschwindigkeit. Heute die Fernsehwerbung oder die Werbung, sobald ich hier meinen E-Mail-Account aufmachen will, wenn ich da auf der Startseite bin, was mich da alles anbrüllt, diese schnellen Bildfolgen und das ganze Zeug, das ist Stress.
Und das ist nicht auf einmal hoher Stress, deswegen fällt es nicht auf, aber es ist niedrigschwelliger, schleichender Stress, der extrem schädlich ist. Also lernt die hohe Kunst des entspannten, regenerativen Nichtstuns. Genauso wichtig wie Ernährung, Körperübung, intermittierendes Fasten und all diese anderen wertvollen. Ich weiß nicht, hast du vielleicht noch ein Schlusswort an die Leute, wenn du ihnen einen Tipp geben könntest oder eine Lebensweisheit, um das Ganze abzuschließen? Der abschließende Tipp wäre bei allem Wert, den es hat, sich vielfältige, sinnvolle Informationen zu besorgen zu diesen Gesundheitsthemen. Vertraut eben auch auf diese inhärente Körperweisheit. Euer Körper vollführt Prozessen, die die gesamte wissenschaftliche Forschung erst bruchstückhaft versteht. Also diese Intelligenz, die ist immer da, die lebt dein körperliches Leben. Und vertrau eben darauf, dass du aus dieser Intelligenz schöpfen kannst, aus dieser Weisheit des Körpers, dieser Lebensweisheit, und dass du Informationen nutzt, aber dass du kein Informationsgebäude zu dogmatisch siehst oder den Glauben annimmst, nur dadurch kannst du gesund sein.